Ja, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge haben wir die Felgana-Mine erkundet, aber davor haben wir noch Julius gefunden und den Julius. Und ja, wir sind auf der Suche hier gewesen nach einer Katze, die wir gefunden haben. Und gucken wir mal, wie viel haben wir wohl jetzt? 67, sehr schön. Es werden immer mehr. So, wir erkunden jetzt noch den Rest der Mine und das ist der Rest der Mine. Was? Mein Gott, was ist mit meiner Stimme jetzt gerade los? Käferbein, sehr schön. Riesemaxianischer Schatzsucher, das ist auch schon mal was. Ja, ich dachte, da wird eigentlich noch mehr kommen, aber anscheinend nicht. Na gut, dann gehen wir wieder. Und das ist auch noch Schatzsucher, sehr schön. Und das ist mein ständiger Begleiter, die Akkuanzeige. Extrahiert das Erdelement aus Elementerz, sehr schön. Ein Extraktor, der uns drei auf Erde gibt. Dreifaches Wachstum, okay. Dann sind wir hier fertig. Supi. Ab nach Hamill, weil da gebe ich immer meine Mission ab. So, jetzt weiß ich nicht, was ich tun soll. Ja. Die können wir schon mal abgeben. Wir können zur Zagut-Stromteilwiese gehen, genau. Das hier würde ich am liebsten machen, aber kann man ja nicht annehmen. Katamar-Gipfel. Ich habe so das Gefühl, den kriegen wir noch nicht. Tengo-Maske kann man noch nicht abgeben, aber brauchen wir eine Tengo-Maske. Vielleicht muss ich die ja irgendwie finden durch eine Dingens. Durch eine Katze. Wir haben ja gerade eine losgeschickt. Deswegen. Wir können uns auch gegen die versuchen, ne? Haha. Warum eigentlich nicht, ne? Ja, gehen wir erstmal in der Zagut-Stromteilwiese mal wieder alles abklappern. Und ich meine, da sind wir schon wie ein Blöder durchgelaufen und haben nichts gefunden, aber jetzt ja alles ein fünftes Mal. Beim zehnten Mal ist es doch immer zehnmal lustiger. So, wo ist denn jetzt der verdammte Dingens hier? Bin ich jetzt blöd oder was? Hier. Boah, so. Ich meine, aber da sind noch ein paar Gebiete gewesen, wo ich noch nicht gegangen bin. Ja, ich habe hier noch nicht mal alles erkundet, leck mich. Kein Wunder, dass ich euch gefunden habe. Ich weiß, dass ich hier ein bisschen trainiert habe, um diese ganzen Feindsdaten zu bekommen. Ich habe mir das auch als Ziel gesetzt, so eher bei Dingens. Bei Feinddaten alles auf mindestens 2 zu kriegen, weil dann kriegst du mindestens plus 4 oder 5 Dinger immer pro Charakter. Das ist sehr schön. Das mache ich mit fast allen hier. Da fehlen mir natürlich noch ganz viele. Und ja. Nur so kommt man vernünftig an FP. Deswegen haben auch einige Charaktere verdammt viel FP. Ich glaube, Elise und Ludgar haben irgendwie die meisten, irgendwie 330 oder so. Während Muse, glaube ich, noch mit mageren. Oh, okay. 140 hier rumlaufen muss. So, Beschreitungsverlängerung, das und das. So. Also ja. Kann ja nicht schaden, ne? Also die Frage ist jetzt, wie komme ich denn jetzt dahin? Ist doch wohl hier irgendwo hochklettern können, oder? Obwohl, wie war das nochmal im ersten Teil? Wie kann man denn nochmal. Stimmt, das ist mir auch aufs Screen aufgefallen, glaube ich. Habe ich mir auch gedacht. So, jetzt können wir hier aber ganz schön neue Sachen erkunden. Ich brauche Treibholz, genau. Treibholz kann ich daher bekommen, wo Wasser ist. Ich darf vielleicht mal gucken sollen. In Canberra soll ich irgendwo Gaiosklöße herbekommen. Kann ich die da kaufen? Ich stelle mir nicht sofort, dass es so einfach wird. Vor allem macht man dann ja voll Verlust irgendwie. Gericht haben wir noch. 9 Stück, was? Da fucking hell. Das Ding. Ist das ein Elite-Monster? Ist das dieses Einheit, was schon seit Ewigkeiten hier bekämpfen können? Ich würde sagen, nachdem wir die Katze gefunden haben, könnten wir ja mal das versuchen, das Viech. Wenn es schon mal hier ist und wenn hier irgendwo ein Speicherpunkt in der Nähe wäre.
geht's denn da hin? Weiß ja gar nicht mehr. So. Ich war immer noch Treibholz und eine Katze. Wenn's geht. Eines noch unterwegs. Soll ich zurückgekommen? Also üben wir uns in Geduld. Nee, geh weg, du. Nee. So. Din, din, din. Ich finde halt gut, dass die alte Musik noch hier drin ist. Ah, recycelt wäre auch nicht schlecht gewesen. Manchmal kann ich irgendwie nicht leiden. In Sequels sind irgendwie die Lieder nie so gut wie im Original. Da denkt man sich immer zurück, ja, das Original war viel besser und so. Und ja, das mache ich nicht gerne. Also die Musik auch gleich so lassen, eigentlich. Aber wenn ich gegen das Viech kämpfe, dann nehme ich ein anderes Team. Aber ich habe kein Heiler in meiner Truppe. Wahrscheinlich werde ich dann eine volle Heiler-Truppe aufnehmen hier. Release, Jude und Leia wahrscheinlich. Wo das voll übertrieben wäre. Ach, da kommt man zu Chandu. Art erlernt, Art verbessert, Fertigkeit erlernt. Sehr schön. Ich habe noch nicht die Katze gefunden. Kann mir ja nicht vorstellen, dass die einfach so mitten irgendwo im Feld ist. Man ja bis jetzt noch nie. Die wird wahrscheinlich irgendwo in ein Loch sein. Bei irgendeinem anderen auffälligen Ort. Wo man die nicht so leicht übersehen kann. Und die möchte ich dann auch noch hinter mich bringen, langsam. Aber schnell. So. Ja, sacken alles ein, was hier unter die Flinter kommt, deswegen ja. Dauert ein bisschen länger hier. Ja. Da ist noch ein Loch, da ist die bestimmt drin. Nein. Oder ist die da drinne? Nein. Ist sie im Sack? Kriegt die in der Luft? Ja, ich kann dann schon mal relativ sicher sein, dass in der nächsten Folge die Story fortgesetzt wird. Oder die Elite-Monster werden wir vorknüpfen. Weil wenn wir jetzt gleich gegen das eine kämpfen und das schaffen, dann knüpfe ich mir auf jeden Fall noch das eine im im Labarikessel vor. Ein Halbschutz, der ist bestimmt nicht mehr aktuell. Warte mal, wenn ich schon mal hier bin, da komme ich ja nach Chandu. Lass mich mal kurz das Team wechseln. Ich möchte gerne Jude dabei haben. Wegen seiner Fertigkeit da. Ich möchte die Dingens haben. Ludger, Jude, Elise, Mila. 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 Ja, Mila. Entschuldigung. Nicht schlecht. Ja, geht schon. Geht schon klar. Rein, Lies. Hallo. Lies Imba. Die hat, glaube ich, schon alle Art gelernt, die man lernen kann mit ihr. Weil irgendwie hat sie unter Daten oder irgendwie sowas. Er wird ja auch. Man kriegt ja auch irgendwie einen Titel, wenn man alle Fertigkeiten und so was alles gelernt hatte im ersten Teil. Und alle Arts. Und hier kriegt man die wahrscheinlich, wenn man alle Arts schon gelernt hat. Und Elise hat da schon ein Häkchen, also wird sie schon alle irgendwie gelernt haben. Was mich auch irgendwie überrascht hat. So, was zum Teufel? Ich finde die Katze nicht. Immer noch nicht. Darf da einfach nicht wahr sein. So, geh mal. Da musste sein. Ich weiß nicht, ich habe jetzt auch nicht gespeichert, ich Idiot, nicht? Wieso habe ich nicht gespeichert? Oder habe ich gespeichert? Und ist mein Kurzzeitgedächtnis schon wieder. Vollste Arbeit hier am Machen. Diese kleine Insel da, diese Karteninsel da, ist, glaube ich, wenn wir gegen der Teufelsbies gekämpft haben, diese Katze. Im ersten Teil. Irgendwie habe ich in den letzten Aufnahmen voll auf den ersten Teil angespielt. Aber ich nehme an, die Leute, die sich das hier angucken, haben irgendwie den ersten Teil auch mal angeguckt. Na, Fertigkeit, sehr schön. Nase. Da musste sein. Irgendwo dahinter. Son of a
B. Warum ist denn hier oben nichts? Aha. Hier suche ich immer noch die Katze. Gleich kämpfe ich aus Fuß gegen das Viech. Ah, ich sitze hier voll unbequem, Mann. Wo kann denn das Viech sein? Meinst du, mit der Katze ist sie auch mal langsam hier angekommen? Nein. Auch irgendwie immer länger kann das sein. Ich dachte, das wird kürzer dauern. Je mehr man hat. Aber nein. Ja, irgendwie so zwischen Bäumen und so kann ich mir vorstellen, dass das Viech ist. Nicht, da muss ich halt offscreen suchen, was auch irgendwie blöd ist. Ja, wenn ich halt allein nicht finde, hallo. Da drin, da ist noch was. Da muss das Viech drin sein. Uah. Nein. Oh. Ja, warum setze ich mich so unbequem hin, ey? Wenn ihr jetzt sehen könntet. Sieht irgendwie krank aus. So, gabistisch. Boah, ich könnte jetzt auch so schon gegen das Viech kämpfen, ne? Ich kann ja jederzeit flüchten. Ausdauer 2, ja super. Moralische Unterstützung. Nein. Nein. Wenn du 0 AZ mit auf was wiederherstellen, stellt nun TP statt KP. Ja, super. Mal 1. Wir haben irgendwie noch so Sachen auf Standby irgendwie. Aber nichts kann ich davon ausrüsten. Wegen FP. Und deswegen klüppel ich hier wie bekloppt immer Monster auf Screen weg. Wenn ich mehr FP bekomme. Und jetzt, selbst jetzt reichen sie immer noch nicht. Musst du dir mal geben. So, hier muss er aber sein. Come on. Jawohl. Burzel wurde gefangen. Ja, supi. Ja, I'm the best. So, dann. Joink. Gehen wir. Daumen zum Speicherpunkt und speichern da. Und dann. Ist das Viech überhaupt noch hier gewesen jetzt? Warte mal, war nicht hier? Da ist wieder was Schönes. Komm her, du! Brems! Ich hätte volle Möhre in ihn rein. Er hat keine Zeit zu reagieren, aber irgendwie hat er einen Hinterhalt. So. Mein Gott, wie schnell ist das Viech denn kaputt? Okay, das ist gerade passiert. You can be rash sometimes, but you never give up. I admire that deeply. Ja, ich habe mir auch. I want you to have this. Maybe next time you do something crazy, it'll make getting through it a little easier. Okay, Dämonenzähne. Was? Dämonenzahn? Dämonenzahn, bitte Dämonenzahn. Dämonenzahn. Jawohl. Ich kann machen Dämonenzahn. Wo ist es? Nicht hier. Das ist Doppelperson. Dämonenzahn, jawohl. Schicke Schockwelle aus, um aus der Ferne anzugreifen. Der Schwerthieb kann ebenfalls als Treffer zählen. Sehr schön. So, nur mal so. Okay, da dauert noch ein bisschen bei allen. Sehr schön, wir können Dämonenzahn, jawohl. Es war normalerweise die erste Attacke, die der Hauptcharakter lernt oder der Schwertkämpfer allgemein, aber was soll's? Also Edge ist auch cool, da ist in der Luft. So, wo ist denn jetzt alleine Viech nochmal gewesen? Ich habe da jetzt vollkommen aus den Augen verloren. Was hier? Ups. Ups. Ja, macht jeder jetzt so eine Rolle? Nein, geh weg! Ich bin nur im Rumalbern, lass mich.
Da wär jetzt ernsthaft, wo ist das Viech? War dieses Viech? Boah, jetzt sagt mir nicht, dass das nur einmal irgendwie zur Verfügung war. Da wäre natürlich jetzt blöd. So, falls es hart auf hart kommt und ich voll eins in die Fresse bekomme, dann kann ich hier hingehen und laden. Er hätte das gedacht, man kann zu einem früheren Zeitpunkt zurückkehren. Wenn man mal gestorben ist in einem Videospiel. Und in echt. Was? So, jetzt such mal ein Viech nochmal. Ich möchte das jetzt aus dem Verkehr ziehen. Selbst wenn er jetzt nicht so ein Elite-Monster war, hat bestimmt voll Erfahrungspunkte und Geld gegeben, wenn ich das erledigt hätte. Also bitte tauche noch mal auf. Mache dich auf. So. Nein, kein Salto. Joink. So. Fertigkeit erlernen, jawohl. Was denn? Vielleicht könnte das nützlich sein. KP-Schub, nein, das ist nicht nützlich. Ich meine, es ist doch nützlich, aber es ist unwahrscheinlich, dass ich jetzt ausrüsten kann mit meinen FP. Im Moment. War nicht hier? Ne, einen davor war da noch, ne? Hier war er doch, glaube ich. Nicht du. Hier war das Viech doch. Da war das Viech. Oder woanders, weiß ich nicht. Bin ich da schon drinne? Ja, da ist ein Beutegegenstand eingesammelt worden, deswegen nehme ich an, ich war da. Ja, ich war da. So viel dazu. So. Jetzt reg mich jetzt ein bisschen auf. Nee, hier war das. Hier bin ich doch hochgeklettert schon. Ah! Zeig mal die Mondzahn. Nein. Zeig mal den hier. Ja. Boah, das war so schnell. Das ging so schnell für mich. Jetzt werden wir das Viech jetzt noch finden würden. Ich glaube nicht, dass ich das in 5 Minuten oder so kaputt kriege. Wird schon wieder verdammt lange dauern, der Kampf. Ja, sammeln war noch ein paar FP, ein FP, genau, Elementerz meine ich. Dann wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich bin jetzt billig. Ich gehe jetzt hier raus und wieder hier rein. Dann gehe ich hier raus und wieder hier rein. Dann gehe ich hier raus und wieder hier rein. Hallo ihr, oder? Dann gehe ich hier raus und wieder hier rein. Ach komm schon. Das war bestimmt nicht dann das Elite-Monster, wenn das einfach nur so ein Zufallsding ist. Da! Du, komm her, du. Ich weiß nicht, was du bist, aber du siehst verdammt gefährlich aus. Bams. Ich hätte vielleicht irgendwie ein Dings einsetzen sollen. Xenobronk. Was sind da? Was? Lebensraum aller die Fahrt. Mein Gott, wie viel. Okay, kriegen wir das Viech? Macht, warum macht ihr nichts? Hier steht einfach nur blöd darum. Auch gut. Warte mal, kann ich jetzt Dämonenchaos einsetzen? Warum nicht? Okay, das hält nicht so viel aus, habe ich so das Gefühl. Setzt sich auf jeden Fall voll schnell stunnen. Aber haut auch voll Möhre rein. Ernsthaft, ich hätte jetzt Jude's Belebung bauen können. Oh, ich lebe wieder, geil. Aua. Resistenz gegen Feuer und Schwäche gegen Knarren, sagt er doch gleich. Und wir gehen voll auf die Möhre, egal. Lass mal kurz flüchten. Bitte sag mir, du bist danach immer noch hier irgendwo rum. Nee, du bist nicht hier rumlaufen. Wie beim letzten Viech. Son of a bitch. So. Wo sind meine Gemüsesticks?
Obwohl, die sollte ich vielleicht einsetzen, nachdem ich das Viech noch mal gesehen habe. Ja. Nein, Öp. So. Bams, bams, so. Nochmal das Ganze. Das habt ihr jetzt nicht gesehen. Das ist nie passiert. Das ist nie passiert. So, nochmal das Ganze. Warte mal, warte nicht gerade. Egal. Hoffentlich kommt er jetzt auch wieder. Nicht, weil ich jetzt irgendwie da geflüchtet bin, dass er jetzt nicht wieder kommt. Das wäre voll doof. Das Viech hat ganz schön ausgeteilt hier. So 8000 P Angriff. Okay, wenn das jetzt nicht so in 2 Minuten oder so kommt, dann. Ja. Weiß ich nicht. Lassen wir's. Ich weiß, das ist super spannend gerade. Habe ich ja gleich gegen das andere Viech mal versuchen können. Im Kolosseum könnten wir auch mal hingehen. Da ist es wieder. So, na warte, jetzt kriege ich dich. Jetzt schnapp ich mir dich. So, 30%. Sind zwar schon ein paar Sachen weg, aber was soll's. Nochmal das Ganze, weil es hat voll gemacht, auf die Fresse zu bekommen von dir. Hi, na? Ja, bitte lass mich dich in ein paar Minuten erledigen. Aber, au! Oh mein Gott, wir kriegen immer noch voll auf die Möhre. Ah, ist gut, Mann. Hilfe! Warte, warte, warte. Hilf mir mal. Sehr schön. Leck mich doch an. Ja, das sieht nicht gut aus. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Aua. Irgendwie machen wir jetzt gar keinen Schaden mehr. Ja, weil ich bin am Leben. Hilfe! Nein, du Sackgesicht! Warte mal, ich möchte mal Kampf wiederholen. Weil das Spiel laden ist dann noch ein bisschen blöd. Doch mal, ja, gibt's auch nicht. Meine Güte. Mein Gott, der haut aber auch rein. Warum sterbe ich einfach so? Was soll das denn? Elise. Was soll ich denn machen gegen das Viech? Das hat voll gebracht. Hat echt gebracht. Hilfe! Vor allem Jude folgte mal eher als ich. Da kann mich gar nicht wiederbeleben mit der Fähigkeit. Oha. Komm mal her! Ich glaube nicht, dass das bringen wird, aber egal. Super, ich kann euch mal Dings einsetzen. Hilfe! Hilfe, ja genau. Hilfe, meine ich. Ja, das Viech kriegen wir nicht. Gut. Hilfe. Sehr schön. Ja,
Komm mal her. Komm mal her. Und jetzt noch den hier. Mein Gott, er hat sogar halbwegs irgendwann abgezogen. Ja, das Viech ist aber noch topfit. Wir hauen jetzt einfach ab. Tschüss. Nee, das ist nicht, das geht nicht gut aus. Arzt ohne Grenzen. Ja, wenigstens etwas. Jetzt gehen wir nach Hause. Nach Triglav. Irgendwie gehen wir da immer als letztes hin, ne? Was ist mit meiner Katze eigentlich? Halsband, sehr schön. Weiß nicht, dann haben wir hier wieder was erledigt und sind froh, dass wir mit dem Leben davon gekommen sind. Was? Warum hat sie 38? Meine Güte. Jupp. Wer braucht denn Luftzauber? Voll gratis TP jetzt dazu bekommen. Das hätte ich gerne. Auf Kosten von TP ja Schaden verringern. Da haben wir irgendwie nur so was hier wie was weiß ich, Stärke und so. Anscheinend nicht. Da Ausdauer 2. Bams. So. Gehen wir die Mission ab und freuen wir uns, ob wir es mit dem Leben geschafft haben. Da ist so ein Viech, Mann. Ja. Ich weiß nicht jetzt, was ist. Das ist jetzt, glaube ich, auch in meiner Monsterliste drin, ne? Na egal. Wir haben fast alle Katzen gefunden. Das ist auch schon mal was, ne? Treibholz habe ich nicht gefunden. Warum auch nicht? Tempel der Xylenwälder. Hans Dampf in allen Gassen, okay. Ist was hier? Tempel der Xylenwälder. Schon wieder lang genug die Folge. Machen wir sie noch länger. 30 Minuten, hallo, wir sind noch nicht überschritten. Da geht noch was. Wahrscheinlich sind da wieder so seltene Sachen hier. Nicht finden kann. Jetzt sind nur noch 15 Dinger. Kann ich denn so ein Buntfragment herbekommen? Keine Ahnung. Ja, 2 Minuten, die zu finden. Weiß ich nicht. Ja, lauf geschissen. Zurück nach Triglav. Ja. Dann würde ich sagen, wir machen in der nächsten Folge mit der Story weiter, weil ja. Weil anders haben wir jetzt gerade nicht hier zu tun. Quests und so sind alles erledigt, was wir machen können. Können wir nicht machen, können wir nicht machen. Weiß ich nicht. Und ja. Zu stark, zu stark. Also ja. Würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir uns auf nach Drellin, weil Nova ja irgendwie in Schwierigkeiten ist. Man hört ja. Ja, ist gut. Wir retten dich in der nächsten Folge, Nova, keine Sorge. Bis dahin sage ich. Tschüss, bis in der nächsten Folge. Tschüss.